Weil ich das Ding hier irgendwie mal lösen möchte. Also der macht zwei Angriff. Okay, da waren es auf einmal vier. Und da waren es fünf. Die Ameise. Beeindruckende Kreaturen, diese Ameisen. Nur gut. Ich werde sie deinem Deck hinzufügen und sie zukünftige Herausforderungen verfügbar machen. Und da war es. Jetzt kommen hier noch mehr. Eingesperrter Wolf, merkwürdig. Wenn ich jetzt wüsste, was diese Siegel alles bedeuten sollten. So, der macht da Schaden, da Schaden. Egal. Okay, wie ist
der gerade? Irgendwas. Oh, auch. Okay, warte mal. Angriff auf ihn, Angriff auf mich. Warteschlange. Okay, so kriege ich noch drei oder nicht? Oh, da war fünf. Und ich dachte, ich hätte alle Totköpfe beisammen. Vielen Dank für die Holzschnitzerin, wird die sie jetzt anbieten. Okay, dann hätte ich hier schon mal keine Ahnung, was ich hier machen könnte. Eichhörnchen und die Schnappschildkröte. Gut, hätte ich das auch gelöst, denn ich habe keine Ahnung, was jetzt kommt. Der unterschätzte Ringwurm. Sein Wert ist nicht offensichtlich. Attenkönig und Opossum. Attenkönig. Rucksack oder. Was auch immer das ist. Du schießt es auf ein paar vertraute Steine, doch etwas war anders. Du ahntest, dass das Schicksal dich der hierfür ausgewählten Kreaturen freundlich sein würde.
Ochsenfrosch, Elch, Stange, Stinktier, Elch, König, eingesperrter Wolf, Ameisenkönigin. Aber Schlange. Warum stehst du die Karte Klapperschlange? Doch der Knochenfürst war mit dem Opfer zufrieden. Geringer Segen des Knochenfürsten. Du beginnst jeden Kampf mit einem Knochen zusätzlich. Du schüttelst die Klapperschlangen-Eingeweide von dir ab und zogst weiter. Okay, den sollte ich vermeiden. Ich gehe hier zum Dingsbums. Schön groß. Ich nehme da ein Eichhörnchen. Ich gucke mir seine Karten an. Ameise, Regenwurm. Dann das Stinktier zur Hand. Und freute mich, dass ich auch noch die Stinkpflanze setzen durfte. Meisterhaft, ja, mal. Eichhörnchen. Ameisenkönigin, juhu. Super Kampf bisher. Hier. Jo. Und tot? Okay, war nicht gut. Hätte auf mehr gehofft. Ja, danke. Musst du eine andere Form von Entscheidung treffen. Wähle nicht eine bestimmte Bestie, sondern such dir die Kosten aus, die du bezahlen willst. 1, 2 oder 3. Der unverlässliche Bienenstock. Wenn er angegriffen wird, ziehst du eine Biene. Eine zufällige Karte, die 1 kostet. Was hast du erwartet? Ja, ist gut. Pilze? Du gerietest in eine Gruppe dicker, streng riechender Pilze. Du kniffst dir die Augen zusammen und bemerktest eine Gestalt in einer dicken Sporenwolke. Wir sind die Pilzkundler, ja? Ja. Und wir führen Experimente weit entfernt von... Wir sind sonst nirgendwo willkommen. Wir werden mit deiner Schar experimentieren, ja? Wir werden zwei gleiche Kreaturen brauchen. Eine für jeden von uns. Oh weh, du hast keine doppelten Karten. Nimmst du eine von unseren? Wir werden sie nächstes Mal verwenden. Ja. Ihre majestätischen Ameisenkönigin, sie bringt eine neue Ameise hervor, wenn sie ausgespielt wird. Stolzer Wolf, ein erbitterter Kämpfer. Bienenstock. Ein Knochen. Eichhörnchen, Ameise. Was ziehst du? Klapperschlange. Ich eine Ameise. Ich bin im Weg. Oh. Scheiße gespielt, aber okay. Eben deswegen. So eine Karte. Ich nehme den Felsbrocken. Setze ihn hier hin. Und nichts zum
Deswegen die Stinkwanze. Garantierter Tod. Einmal den. Zwei Tode, okay. Eine Biene. Also ich muss eine Karte ziehen. Du da. Ich bin sowas von tot. Einer geht noch. Oh, der Daus zieht zwei Schellen, alles klar. Habe ich es versäumt, Overkill-Schaden zu erwähnen? Überschüssiger Schaden geht nicht verloren. Er überträgt sich auf die Karte hinter der geschundenen Leiche des Ziels. Er überträgt sich auf die Karte hinter der geschundenen Leiche des Ziels. Okay. Und Glück für dich. Ich hab verkackt, oder? Du bist am Ende deiner Kräfte. Und dann werde ich wieder fotografiert und alles. Ich kriege eine neue Karte, die ich anders nenne. Ich versuche noch eine kleine Weile am Leben zu bleiben. Ich hätte gerne ein Andenken. Eine Todeskarte. Lass uns loslegen. Kosten. Ein Blut durch die Ameise. Kraft und Gesundheit von der Daus. Und Siegel von. Und hier. Mach dich bereit. Der Tod wartet. Tschüss. Mein Name ist Kruzekitz, ich spiele gern und das ist das angespielt von Inception. Oder so ähnlich. In diese letzte Person hatte ich so große Hoffnung gesetzt. Warum mache ich mir überhaupt die Mühe, dir was beizubringen? Du wirst mich nach und nach schon lernen. Oder du wirst sterben. Möchtest du den eingesperrten Wolf in deinem Deck haben? Wow. Wie du willst. Okay, toll. Ja, komm, Kostenwahl. Hey, Elsa, Suki. Dann hier zum. Du musst entscheiden. Ja, auch so ein Frosch, danke. Wunderbar. Hallo, ich werde gehen. So. Irgendwie mag ich diese beiden Karten. Die mit mir sprechen. Aber jetzt erstmal. Geht das Hermelin auf die Karte? Schlecht gespielt, ja, ich weiß.
Kämpferin. Bin ich deine Wahl? Ja. Der eingesperrte Wolf. Er hat ihn aus irgendeinem Grund verborgen. Die Karte wirkt nutzlos. Doch, ich glaube, es steckt mehr dahinter. Glänzend. Stinkwanze, hey, gut, dass du da bist. Sollen wir? Ja. Du hast mich erwischt, ich gebe auf. Wimmern. Was war das? Das, was ich rausfinden wollte. Ja, ich. Eingesperrte Wolf ist erstmal 6 Verteidigungen und dann kommt Wolf.